Hitzewallungen oder Schweißausbrüche, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen oder Libidoverlust. Die Liste der möglichen Wechseljahresbeschwerden ist lang. Anlässlich des Weltfrauentages informierte eine hochrangige Expertenrunde im Wiener Presseclub Concordia zum Thema wirksame Therapien ohne Nebenwirkungen im Wechsel. Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Huber über die Unterstützung durch hormonelle oder pflanzliche Arzneien. Und wenn man sich jetzt die Verschreibungsrate vom vergangenen Jahr von Medikamenten bei Frauen ansieht, so sieht man auch relativ klar, dass es den Frauen tatsächlich in der Lebensmitte nicht gut geht, und zwar objektiv. Wir wissen, dass im Königreich der Pflanzen sehr viele interessante Substanzen sind, die mehr herangezogen werden sollten und könnten. Wenn natürlich am Anfang das Wort und dann die Pflanze zu gering sind, dann kommt an dritter Stelle das Hormon. Wenn man es richtig macht, dann glaube ich, ist auch die Hormonersatztherapie neben dem Wort und neben der Pflanze eine Option. Aber wie gesagt, man muss es richtig machen. Wie man sexy durch den Wechsel in die Menopause kommt, darüber sprach Dr. Doris Linsberger. Warum reden wir darüber? Es ist ja eigentlich offenbar tatsächlich Thema. Und es wird aber noch immer massiv tabuisiert, weil es ein schwieriges Thema ist, über das die betroffenen Frauen selbst nicht so gerne sprechen. Weit verbreitet ist die Annahme, und gar nicht so falsch, möchte ich sagen, dass die Sexualität umso mehr beeinträchtigt wird, je älter man wird. Wir haben Krankheiten, die vermehrt auftreten, Diabetes zum Beispiel, Durchblutungsstörungen, Depressionen, davon haben wir gerade gehört. Und das sind Krankheiten, die die Sexualität massiv beeinflussen, ganz massiv. Aber nicht nur die Krankheiten selbst, sondern auch die Medikamente, die wir gegen diese Krankheiten nehmen. Faktum ist, dass die Sexualität mit dem Älterwerden und in der individuellen Beziehung sich ändert. Und Sie haben sicher selbst oft schon gehört, dass ältere Frauen wie ich vielleicht durchaus einmal von einem jüngeren Mann begehrt werden. Und das ist oft ein Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins in diesem Lebensalter. Manche Frauen allerdings kommen nicht zurecht mit dieser Situation, und das ist ein Faktum. Und diesen Frauen, denen müssen wir beratend zur Seite stehen, und zwar in jeder Form. Die Pflanze ist eins unserer wichtigsten Tools in der Behandlung von Problemen, die den Wechsel betreffen. Ganz, ganz wichtig sind Isoflavone aus Soja oder aus Rotklee gewonnen, die nachweislich, wie die Praxis bewiesen hat und wie große Studien gezeigt haben, Beschwerden im Wechsel ganz, ganz deutlich bessern. Wichtig ist, auch für mich natürlich, dass jede individuelle Frau in ihrem individuellen Setting gesehen wird, dass man ihr zuhört, dass man mit ihr spricht, dass man eine genaue Anamnese macht und dass man eine Therapie erstellt, die ihrem Beschwerdebild angepasst ist. Der Pharmazeut Dr. Matthias Schmidt über körpereigene Mechanismen zum Schutz vor Wechseljahresbeschwerden am Beispiel von Soja. Bei dem Soja ist also aus der Epidemiologie schon lange bekannt, dass Soja Leute, Bevölkerungen, die viel Soja zu sich nehmen, viel Soja verzehren, vor allem in Asien beispielsweise, die haben erstaunlich wenig Wechseljahresbeschwerden in unserem Sinne. Die haben natürlich auch Wechseljahresbeschwerden, aber die typischen Symptome, die bei uns in den westlichen Ländern auftreten, fehlen bei denen. Und das ist auch eindeutig belegbar, denn wenn Sie jetzt beispielsweise Asiaten nehmen, die sich sehr stark sojalastig ernähren und die diese Probleme nicht haben, die wandern aus, beispielsweise in die USA. Die erste Generation ernährt sich noch klassisch, die zweite Generation geht zu McDonald's. Auf einmal sehen sie die Probleme. Das heißt, es ist keine Geschichte, die jetzt mit Asiaten zusammenhängen würde, sondern das ist eine Ernährungsfrage. Lifestyle-Änderungen als Therapie, was Frauen selbst tun können. Dazu Universitätsassistenzprofessor Dr. Markus Metka. Ungefähr 30% der Frauen haben gar keine Beschwerden. Auch das muss man mal sagen. Ja? Aber dann bleiben immer noch 70%. Beschwerden, die eigentlich sofort auftreten mit dem weniger Werden der Sexualhormone, sind vor allem Befindlichkeitsstörungen. Ganz typisch und sehr häufig
Als erstes Symptom des Wechsels sind Beschwerden in den kleinen Fingergelenken, sogenannte Arthropathia climacterica. Ja. Kaum einer denkt daran, dass das mit der veränderten hormonellen Situation zusammenhängen könnte. Zuerst ist einmal wichtig Lifestyle-Änderung bei den meisten Frauen, ja, die ins Klimakterium kommen und klimakterische Beschwerden haben. Also beispielsweise Übergewicht, ja, zu wenig Bewegung, das sind die Klassiker sozusagen. Ja. Und wer ist da nicht betroffen, muss man sagen, ja, jede zweite. Ja. Man sollte zuerst mit natürlichen Methoden versuchen, diese echten Probleme für ein gutes Altwerden in den Griff zu bekommen. Statt Psychopharmaka, Professor Huber hat schon angedeutet, bitte das Mittel der ersten Wahl unbedingt beispielsweise Extrakte aus der Passionspflanze. Ja? Die können oft wahnsinnig gut wirken. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis bei Wechselbeschwerden die Lebensqualität beträchtlich verbessern.